weiß ich nicht. Langsam. Aranor. Du hast überlebt. Wie hast du mich gefunden? Das war leicht. Ich bin einfach nur der Spur aus Orkleichen gefolgt. Und Idril? Entkam sie aus Minas Ithil? Wir wurden überfallen. Ich verlor sie. Viele unserer Brüder wurden gefangen. Einige konnten sich verstecken. Saurons Armeen jagen uns noch immer. Idril weiß ich zu helfen. Doch in Mordor überlebt niemand lange. Es gibt einen Ausweg. Ich muss sie nur finden. Und die anderen Überlebenden. Wir müssen sie alle finden. Einige unserer Soldaten wurden in diesem Lager gesichtet. Obacht! Wir müssen vorsichtig sein. Ich werde lieber ein Wilder als ein Klingeherz gehen. Hast du das gehört? Du scheinst einen neuen Trick gelernt zu haben. Ich bin ihm auf der Spur! Tötet mich. Ich will hier endlich. Ich hänge schon seit 2 Tagen hier. Für den Helden! Ich habe etwas gesehen. Da! Du bist tot! Elendes Mensch! Wie konntest du wohl nicht? Zeit, Uruk Blut zu vergießen. Geht's dir gut? Ich muss mich ausruhen. Aber nicht zu lang. Wenn du Idril findest, flieht nach Westen. Fang dein neues Leben an. Das habe ich schon einmal.
Ich stamme aus der Nähe von Umba. Ein Haradrim. Ziemlich weit weg von Minas Ithil. Mein Orden sandte mich nach Gondor als Garantie für den Frieden. Doch die Haradrim hatten noch andere Feinde. Ich sollte zurückkehren, doch als ich 10 Jahre alt war, brach der Kontakt ab. Ich lebte ein gutes Leben in Minas Ithil. Ich war angesehen und glücklich. Und dann fiel die Stadt. Dann fängst du nun nochmal von vorn an. Das werde ich, aber nur gemeinsam mit Idril. Doch erst müssen wir sie finden. Und das werden wir. Die Uruks verwenden Soldaten als Köder. Die haben Glück. Konntest du viele deiner Brüder befreien? Nicht genug. In manchen Wochen verlieren wir so viele, wie wir retten. Bitte, hab Gnade! Feuer! Die Ehre! Seht, der Waldläufer! Du hast uns gerettet, Waldläufer. Danke, Baranor. Ich wusste nicht, dass ihr den Fall der Stadt überlebt hattet. Hungrig. Köder, wie sonst erwischen wir den Rest der Ratten, die aus Minas Ithil entkommen. Du bist schwach! Ich dachte, wir wären erledigt. Meine Familie dankt dir, Waldläufer. Bitte. Es sind noch mehr von uns da draußen, Waldläufer. Wir können nicht aufgeben. Fisch am Haken haben würden. Jetzt wird es einfach. Du musst jetzt nur noch sterben. Ich werde dich vernichten! Mein Gift ist dich von innen! Sterben, Menschenburg! Beiseite! Ich werde ihn töten! Hat mir eine Ratte gefangen! Mein Gift frisst! Pass auf, wo du hinläufst! Waldläufer, ich kenne deine Finger! Ich zerstöre
zerschmettere dich! Du! Auf damit! Ich bin doch kein Fußsoldat! Ich bin der Beste! Einfach abgeschlagen! Das hast du nicht kommen sehen! Mann. Noch einer! Schön, Falcon! Ich verblute! Vor mir nieder! Diese Orks werden leiden. Hab vielen Dank. Hauptmann Baranor. Karas, hast du die anderen gesehen? Idril, sie lebt noch. Wir wollten zu den Kampfgruben, wurden aber gefasst. Sie ist entkommen. Wie ich Idril kenne, ist sie dorthin unterwegs. Sie lebt? Sie ist am Leben. Ich kann es kaum glauben. Wir werden sie finden. Wir können nicht alle retten, Talion. Idril ist vielleicht schon tot. Bei meinem Schwur. Wir finden sie. Dreckige Elbenmagie nicht mehr bei mir anwenden. Ich schneid dir die Zunge ab, bevor du die elendigen Worte aussprichst. Ah!
Gewalt! Es ist der Tag! Wende dich von deinem Herrn ab und diene mir! Sich zusammenzutun ist eine gute Idee! Verstanden, Anführer! Wir können nicht alle retten, Talion. Idril ist vielleicht schon tot. Bei meinem Schwur. Wir finden sie. Idril ist nah. Ich kann es spüren. Das sollte ich mit einer Pflanze behalten. Sterb, Menschen! Unser Elend ist ihr Vergnügen. Komm schon, das ist... Dann werden wir ihnen den Spaß verderben. Bestie, ich töte dich! Ich glaube, jetzt sind sie tot. Umso besser. Idris, du lebst! Noch kümmern wir uns zuerst um die Orks. Die noch hier sind, wissen das. Niederlage hin wie ein guter Soldat. Deine falsche Hoffnung ist armselig.
Ich hatte solche Angst. Ich habe überall nach dir gesucht. Und ich nach dir. Komm. Ich bringe dich nach Hennet Anun. Dort bist du sicher. Nein. Ich bleibe in Mordor. Bis all unsere Brüder frei sind. Komm jetzt. Wir bereden das später. Mein Vater opferte ganz Minas Ithil, um mich zu schützen. Ich lasse mich nicht mehr beschützen. Nie wieder. Nicht von dir. Nicht von irgendwem. Idril, du wirst hier sterben. Dann ist das mein Schicksal. Ich werde bleiben. Geht. Geht, die Verstärkung wird bald hier sein. Wir sehen uns wieder. Sie ist eine wahre Kriegerin. Sie fürchtet nichts und niemanden. Ja, das ist das Problem. Idril wird Mordor nie verlassen. Sie wird kämpfen bis zum Tod. Hier gibt es kein Eis.